Hey da, meine Freunde, und willkommen zurück zu Kingdom Come Deliverance. Wir sind auf der Suche nach dem veränderten oder falschen Steinen, die auf dem Bau angekommen sind in Sarsong im Kloster. Irgendwer hat also Steine geliefert, die nicht der Qualität entsprechen, die hier in Tarnberg produziert wurden. Die wichtige Frage dabei ist natürlich, wer hat das getan? Und woher kommen die Steine? Und warum? Das ist eigentlich die eigentliche Frage. Warum werden schlechte Steine geliefert und was ist mit den anderen passiert? Es müssen ja Steine geliefert worden sein. Es würde ja auffallen, wenn irgendwelche Doppellieferungen kommen. Oft wird auch hier in Just in Time gearbeitet, auch früher. Das Gefasel von gestohlenen Steinen, das wir in der letzten Folge auch gehört haben. Der Baumeister hat doch was erzählt. Steine, gestohlene Steine, Liebschaften der Priester, die immer ihren Frauenbesuch haben, Dämonenköpfe, wobei, den haben wir gefunden. Verdammt, in die Brühe. Muss es doch irgendwie rauf. Ja, genau, hier geht's rauf. Sehr schön. Ich kann mich nicht an diese Wege halten. Die sind mir einfach zu weitläufig. Ich bemühe mich stets. Aber ich kann es einfach nicht. Oh, jetzt habe ich das Gefühl, ich laufe irgendwo durch die Prärie. So, hier den Berg hoch. Samupesha Wälder. Wir haben wieder einen neuen Ort indirekt entdeckt. Samupesha, wobei da war ich schon mal durch. So, Vorsicht, Burak. Hier geht es etwas steil bergunter und auf einen. Nein, doch nicht auf keinen Weg. So, reiten wir lieber über die Felder, dann sehe ich nämlich auch, wo es hingeht. Ein Reh. Macht ja keine Dummheiten. Hä? Komm schon, Arschgesicht. Ha. Meine Gebete wurden erhört. Sollen wir uns da einmischen? Na gut, ich könnte Schwertkampftraining gebrauchen. Ich weiß noch nicht, auf wen ich einhacken darf. Bandit, das würde ich. Wird eine Freude. Au, au. Musst du jetzt weinen? Gott verdammt! Ich höre die Leute im Rücken, das ist immer unschön. Verdammt! Au. Mehr hast du nicht drauf? Ah ja, das mit dem Schwertkampf, das sollte ich lassen. Aber irgendwann muss ich ja üben. Furchtlos. Ja, das ist mal ein Schwert, das er nicht mehr braucht. Ich bin so frei.
ein Bandit, der mich überfallen hat. Kommunionskelch. Schön. Silberring. Noch besser. Und Verbandsmann. Der Rest kann er behalten. Puh, das tat weh. Ich trinke nochmal schnell einen. Und bei der Sattheit sollten wir auch mal nachfassen. So, ein Honig dazu. Nö, brauchen wir nicht. Vielleicht ein Trockenobst, damit das auch mal aus dem Inventar verschwindet. So, die Frage ist jetzt, was bist du für einer? Ein Schurke? Ein Held? Hey, das habe ich ja noch nie gesehen. Die heben tatsächlich nochmal die Sachen auf. Okay, im Schwertkampf bin ich nicht gut genug. Hey! Was haben wir denn da? Unterhaltung! Vorzüglich. Was? Auf diese Entfernung verfehle ich wieder. Ich glaube, ich nehme doch lieber das Schwert. Verdammt! Heinrich, wenn ich abwehren sage, sollst du abwehren. Kein Herr. Verflucht. Oh, ist der gut. Die Technik kann ich nicht. So, das hat erstmal gesessen. Ha! Nimm das! Ich sollte mal meine Schlagkombos wieder auspacken, wenn ich die noch wüsste. Ha! Perfekt pariert. Au. Au, au. Gut genug. Scheiße. Ha. Was ist los? Komm schon. Mist. Oh je, hat das weh getan? Leider ja. Heinrich, du musst auch abwehren, und zwar in die Richtung, die ich wähle. Ich schlachte dich ab! Wow. Ich falle. Ich könnte mich verstecken oder aber mit Burak abhauen. Burak, trag mich davon. Uff. Bist du blind in Gottes Namen? Hier gehen Leute. Oh Mann, das tut weh. Puh, okay, fangen wir mal an. Die wichtigsten Sachen zuerst. Einmal trinken. Hey, Heinrich kommt uns besuchen. Damit dieses Herzrasen nochmal wieder aufhört.
Oh, schade. Ich wollte es eigentlich noch ein bisschen üben. Zwei Hasen, ich verfehle beide. Ja, das ist schon besser. Da unten steht er noch. Aber in dem verletzten Zustand werde ich mich nicht mit ihm balgen. Da habe ich ganz andere Sachen im Kopf. Und wir sorgen, glaube ich, mal für eine Blutung bei ihm. Hey, wer ist da? Was ist das? Ich bin zurückgekehrt. Und ich schieße immer noch so schlecht wie vorher. Ich weiß einfach nie genau, wo ich ihn ansetzen soll. So, das reicht. So, der Auftrag ist erledigt, auch wenn es keiner war. Noch ein Kommunionskelch. Den Trank, den brauche ich auf jeden Fall. Verbesserter Jagdpfeil. Ja, kannst du dir sparen. Die haben nicht allzu interessante Sachen. So einen defekten Dietrich, den kann er behalten. Bargeld nehme ich natürlich mit. Die Sporen kann er behalten, obwohl so schlecht sind sie gar nicht. Spitzpfeil, wichtig, nehme ich mit. Standhaftigkeit nehme ich mit. Die Zimmermannsaxt. Aus Übungszwecken nehme ich die auch mit. Hatte der andere auch noch eine Waffe? Eine Klingenwaffe, Dolch. Nee, hatte er nicht. Und unser erster Gegner. Oh, seht mal. Haha, noch ein Schwert. Die kann man ganz toll reparieren, ohne seine Reparatursätze zu verbrauchen. Und selbst wenn, davon haben wir so viele gefunden, dass uns das auch schon keinen Unterschied mehr macht. Der hat auch kein Schwert oder Axt oder sowas oder eine Keule als Waffe. Die ist wohl schon mitgenommen worden. Burak, komm mir entgegen, da sind wir schneller wieder unterwegs. Ich frage mich jetzt, waren das beides Banditengruppen, die sich einfach nur gegenseitig den Weg hier streitig machen wollten? Weil ich habe hier nur Banditen gefunden. Oder sind die Wachleute schon wieder weitergezogen? Ohne Verluste zu haben. Und unvollendete Arbeit. Ah ja. Wir werden es rausfinden. Hoffe ich zumindest irgendwann. Die wichtige Frage oder eine der wichtigen Fragen, die ich mir jetzt stelle, ist: Mit wem muss ich sprechen? Wen habe ich übersehen oder was habe ich übersehen, was das Rätsel hier angeht? Glück und Gesundheit. Wer ist für den Materialkauf zuständig? Das ist vielleicht gar nicht so doof, die Frage. Wer ist hier für den Kauf von Baumaterialien verantwortlich? Hauptsächlich ich. Ich kümmere mich um die Bezahlung und auch um die Lieferung. Den Rest erledigen die Männer, die auch mit dem Bau beschäftigt sind. Ich weiß nicht viel über die Qualität des Gesteins.
Das Rote wurde von weit her geliefert. Kümmern Sie sich auch um die Lagerung? Ja, aber das, was eintrifft, wird meist sofort verbaut. Der Bau ist im vollen Gange. Okay. Weißt du noch, wann die letzte Steinlieferung eingetroffen ist? Ja, in der Woche hat es viel geregnet, also ließen sie den Wagen außerhalb des Tors stehen. Es hat etwas gedauert, ehe alles trocken genug für den Weitertransport war. Und dir ist nichts Seltsames aufgefallen? Doch schon. Normalerweise bringen sie uns einen großen Steinblock, den dann die Arbeiter zurechtschneiden. Nur diesmal waren es mehrere kleine. Aber keiner hat sich beschwert. Es bedeutete ja auch weniger Arbeit. Die haben das Zeug schon... Was? Die haben die Steine vorher schon geschnitten. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wenn sie vorher immer Steinblöcke gebracht haben. Ich habe eine andere Gesteinsart am Unfallort gefunden. Ich war am Unfallort und habe herausgefunden, dass das Gestein der letzten Lieferung anders ist als das übliche. Vielleicht, weil es von minderer Qualität ist? Ich weiß nicht viel über Steine, aber könnte doch sein. Das glaube ich nicht. Dieses Gestein sieht völlig anders aus als das, was eigentlich beim Bau verwendet wird. Du meinst also, jemand hat den Steinblock ausgetauscht und niemand hat es gemerkt? Der Wagen stand am Tor und das ist bewacht. So eine Aktion wäre ein wahres Kunststück. Ja, vielleicht wurde es vorher schon ausgetauscht. Und das ist das Stück, das auf ihn gestürzt ist? Das ist das Stück, das herabgestürzt ist. Und was soll damit sein? Ich kenne mich mit Stein nicht aus. Dieses Gestein stammt nicht aus Thalmberg. Jemand hat es ausgetauscht. Jemand von hier? Wir haben Wachen und so ein Wagen voller Stein ist nichts, was man mal eben unauffällig austauschen kann. Er muss so hier angekommen sein. Ich sage dir, das Gestein stammt nicht aus Thalmberg. Ich finde schon heraus, wer dahinter steckt. Und ich habe hier einen Dämonenschädel. Ich habe den Schädel, der beim Gerüst ausgegraben wurde. Und was ist damit? Jemand hat ihn absichtlich dort vergraben und die Hörner sind nur angeleimt. Das hat nichts mit irgendeinem Dämon zu tun. Also schmiedet jemand Ränke gegen uns. Aber welchen Vorteil erhofft er sich davon? Ich weiß es nicht, aber ich finde es heraus. Gott behüte dich. So, wir haben auf jeden Fall mal mit dem Ersten gesprochen. Wer könnte für uns noch interessant sein? Der Baumeister. Der Helfer des Baumeisters. Da ist nämlich einer. Leszek wäre zum Beispiel auch noch ein interessanter Gesprächspartner. Okay. Ich suche Leszek. Genau, der hat ja den Schädel gefunden. Hast du ihn gesehen? Hast du Leszek, den Gerüstbauer, gesehen? Hab ich. Was willst du denn von ihm? Ich möchte mit ihm über den Schädel sprechen. Ach ja? Das ist interessant. Wieso? Er wollte, dass ich ihn heute Abend am Gerüst treffe, um mir etwas Wichtiges zu sagen. Er wollte etwas beichten. Also hatte er doch die Finger im Spiel. Ich wusste es. Vielleicht, aber dann hat ihn bestimmt jemand dazu angestiftet. Er scheint mir nicht jemand zu sein, der so etwas allein ausheckt. Ich will ihn heute Abend treffen. Möchtest du mitkommen? Ja, es ist sicherer, wenn wir beide gehen. Gut, wir treffen uns am Abend. Wenn ich nicht unten bin, sieh oben nach. Werde ich. Heute Abend. Wann ist denn heute Abend? Das ist ja fast schon. Haha. Das heißt, wir bleiben besser an ihm dran. Was zur Hölle machst du da? Eigentlich suche ich Leszek. Vielleicht könnte ich ja schon vorher mit ihm sprechen. Und wer weiß, vielleicht hat er auch seine Finger mit im Spiel, weil er sorgt dafür, dass die Steine ausgetauscht werden. Und Leszek hat's gesehen. Leszek hat den Schädel gefunden, weil er Gerüste ausgebaut hat. Er wusste davon, also er ist zumindest ein Mitverdächtiger. Unser Smoller. Oder aber Leszek hat es vielleicht tatsächlich getan im Auftrag des Klostermeiers, des Gehilfen des Klostermeiers oder des Baumeisters. Mach's gut. Wer weiß das schon?
Die Frage ist, wann ist heute Abend? Ich werde das Gefühl nicht los, das Ganze ist doch ein Ticken verworrener, als ich es bis jetzt gesehen habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine so einfache Lösung ist. Der Baumeister. Glück und Gesundheit. Ist irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Ist irgendetwas Ungewöhnliches vorgefallen? Da fallen mir zwei Sachen ein. Als wir das Gerüst erweiterten, grub jemand bei der Mauer einen menschlichen Schädel aus. Mit Hörnern. Der Gerüstbauer Leszek hat ihn gleich beseitigt, aber es gab sofort Gerüchte um das Teil. Es heißt, der Bau sei verflucht. Ein Schädel mit Hörnern? Wie kam er dorthin? Weiß ich nicht. Ich selbst habe ihn nicht gesehen, aber es gab genug Zeugen. Frag am besten Leszek. Er kann dir sicher mehr erzählen. Was ist mit der zweiten Sache? Einer der Arbeiter ist abgehauen. Ist das ungewöhnlich? Ja, schon. Wenn man abhaut, nimmt man normalerweise Dinge mit. Aber er hat alles zurückgelassen. Wirklich alles. Und seitdem ist er wie vom Erdboden verschluckt. Er hat keinem gesagt, was er vorhat. Der Stein, der herabgestürzt ist, unterscheidet sich von den anderen. Ich habe mich umgesehen. Der Stein, der auf den Mann fiel, ist anders als die üblichen. Ja, eine ganz schlechte Qualität. Aber wir müssen mit dem arbeiten, was wir bekommen. Wir hatten sonst nichts und mussten weitermachen. So meinte ich das nicht. Diese Gesteinsart gibt es nicht in Thalberg. Jemand muss die letzte Lieferung ausgetauscht haben. Warum sollte jemand so etwas tun? Vielleicht wurde der neuwertige Steinblock gestohlen und durch einen alten ersetzt. Oder der Bau sollte sabotiert werden. Aber der Wagen stand still. Es hatte geregnet und die Arbeit ruhte, weil wir sonst knietief im Schlamm gestanden hätten. Jemand musste also ungesehen den Steinblock fortschaffen. Diesen riesigen Steinblock? Dafür bräuchte man mehrere starke Männer. Ich weiß, du willst nur helfen, aber das wäre jemandem aufgefallen. Das schafft keiner, ohne bemerkt zu werden. Möge Gott über dich wachen. So, die Information haben wir jetzt öfters gekriegt, und zwar immer die gleiche. So, jetzt ist mir natürlich auch der Smoller entkommen. Pass etwas besser auf! Kommt man da irgendwie rauf? Ja, ich gehe mal nach oben. Ich verschaffe mir mal einen Überblick über die ganze Lage. Es ist ja noch nicht richtig Abend. Ja, ich habe die Truhe gesehen. Sie ist mir sehr gut aufgefallen, aber es ist noch zu hell, dass ich jetzt irgendwelche Truhen plündere. Es geht noch ein Stück hoch. Die Frage ist natürlich, ist es jetzt schon Abend genug? Ist vielleicht Smoller schon hier oben? Ich habe es nicht gesehen, weil ich mit dem Baumeister gesprochen habe. Noch eine Truhe. Puh. Ja, da stehe ich nun, ich armer Tor. Bin so schlau wie als zuvor. Hier oben wird mich schon keiner sehen, wenn ich hier an den Schlüsseln rumfummele. Fackelschaufel, Verband, die wichtigsten Utensilien.
Ich bin oben. Keiner ist da. Das ist schlecht. Ach, das Laufrad. Damit kann man immer größere Gewichte hochziehen. Leute scheinen die Arbeit niedergelegt zu haben. Ich habe nämlich kein Steinmetz mehr gesehen. Das ist vielleicht aber auch so, dass wir zu weit weg sind. Dem Himmel zu nah, als dass wir unten erkennen können, dass da noch jemand rumläuft. So viel Zeit muss sein. Immer die gleiche Ausrüstung. So, ich schaue jetzt mal in meinem Aufgabenkatalog nach, nicht, dass ich doch nochmal hier hochklettern muss. Steinschlag. Am Gerüst. Position D. Da bin ich hier eh falsch. Position D ist ja woanders. Da. Oh, das können wir hüpfen, das ist nicht so schlimm. Wir tragen ja nicht allzu viel schwere Rüstung mit uns rum. Verdammt! Ja. Eine ganz bescheidene Position, um sich zu treffen. Hier kann man ständig mit Sachen beworfen werden. So, wisst ihr was? Vielleicht muss ich gleich ganz schnell nach oben. Deshalb kommen die Sachen hier erstmal alle wieder zu unserem Burak. So, die Rüstungen, die wir zu viel haben, auch. Das Hemd behalten wir. Silberspuren. So, wir sind jetzt vom Gewicht her endlich mal wieder nicht belastet. Burak dafür wahrscheinlich umso mehr. So, wenn ich nicht unten bin, hat er gesagt, dann sieh oben nach. Ist das richtig? Nach Sonnenuntergang am Gerüst. Da ist er. Dir ist schon aufgefallen, dass die Sonne weg ist. So, hier kriegst du Licht, damit du mich auch besser triffst. Und wenn ich nicht da bin, sieh oben nach. Das waren seine Worte.
Jetzt ist es aber gleich dunkel genug. Also ich warte hier bis 10 ungefähr. Und wenn er sich dann nicht hierher gestellt hat, der Schämling, dann kletter ich hoch. Ich glaube, ich kletter gleich hoch. Ich traue der Sache einfach nicht. Ich könnte auch mal was anderes erwarten, aber nein, immer die gleichen Sachen in der Kiste. Das Interessante ist... Ah ja, ich springe jetzt da runter, ich weiß. Das D ist nebendran. Also müssen wir eigentlich gar nicht nach oben. Da, jetzt bin ich in Zone D. Was soll's. Wir finden es erst in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit dabei. Und bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.